already joined your channel. Hi. Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Heute mal wieder mit einem Spiel in der National Damage League in der Division 5. Lilium Tigers gegen die Heldenfabrik. Das sind die ersten beiden, wenn ich richtig bin. Schauen wir nochmal kurz nach. Da. Ja, das sind die ersten beiden. Also, Heldenfabrik hat aber schon mal verloren. Sehe ich gerade. Ja, fast gegen die Atomic Seahawks, möchte ich glauben. Closes Spiel, sagst du? Ja, ja. Gegen Rage Quit haben die verloren. 2-0. Wird mich so, also, dann ist Rage Quit entweder schlecht oder haben die es. Die haben beides mal in der Overtime. Nee, das eine war Overtime-Game. Aua, das tut natürlich weh, ne? Kann man natürlich relaten, ne? Ja. In der Overtime. Und ich habe Twitch-Emotes an. Ich bin ein Hund. Au, au, au. Danke, Bunny. 96 Bunny? Verloren. Ja, Bunny. Hat heute auch ein anderes Bild drin. Jetzt bin ich aktuell verwirrt, Marvin. Muss dir gleich mal das Bild ist natürlich in meiner Friend. So sieht's aus. Schau dir mal das Bild an. Hier ist der Fame. Schau dir mal das Bild an. Hast du schon einen Link oder was? Nee, schau dir das Bild auf Steam an. Achso, na gut, das ist natürlich geil. Ja, okay. Den Hammer, und da ja. Geht's auch mit dem Bannen schon los. Hey, hey, hey. Mit dem Bannen? Overpass ist gebannt von Lilium Tigers. Also Overpass ist halt echt, ich glaube, ich weiß noch nicht mal, wer das noch spielen möchte, ne? Wer ist denn das auf dem Bild? Weiß ich nicht. Das ist jetzt natürlich die Frage, mein Freund. Bam. Oh, es riecht wirklich nach der Kreise. Ich habe den ultimativen. Nuke fliegt raus. Das war ja auch zu erwarten. Und Cash. Die haben Cash gebannt. Wobei Lilium Tigers ist auch stark auf Cash. Und dann wird Train jetzt. 10.000 plus Stunden auf CSGO, ja, weil du da bist. Eins gegen eins oder was? Wer?
Wer 10.000 plus schon? Ah ne, ich rede quasi auf 4. Das habe ich mir Oh. jetzt gerade zum ersten Mal angeguckt. No mic, much skill. Wie ernst? Ich weiß nicht, also ich bin mir immer noch unsicher. Also das klingt in Also, den. ist ihr ernst? Hast du dir das Video angeschaut? Also du hast ja auch die Videos angeschaut, oder? Ich glaube, ich habe sie ohne Ton geguckt, wenn ich mich Ah, recht okay. entsinne. Mirage und Cobblestone wird hier gepickt. Muss, ich bin jetzt essen. Ich versuche schnellstmöglich zu einem wunderbaren Kassier zu kommen. Noch einen. Der Marvin kommt gleich wieder. Bis später. Ja. Also Mirage und Cobblestone heute die Maps. Letztes Mal haben wir ja schon Mirage gesehen von der Heldenfabrik. Ich weiß nicht, Linium Tigers glaube ich damals auch. Könnte man ja mal nachschauen kurz. Das war damals Mirage auch, ja. Also beide Teams auf Mirage gar nicht so schlecht gespielt, wobei weiß jetzt nicht, ob man das so vergleichen kann. Habe jetzt zwei Games von beiden Teams gesehen. Beides Mal war es relativ ausgeglichen. Ja. Ja, jetzt könnte es noch sein, dass wir gleich noch einen anderen Moderator kriegen. Die netten Herren von der Heldenfabrik hatten gefragt, ob wir nicht noch jemanden mit aufnehmen können. Da bin ich doch immer gerne dabei. Der Punkt ist natürlich für die Heldenfabrik, sie müssen quasi gewinnen, um Erster zu werden. Wenn sie das jetzt verlieren, haben sie halt, ich glaube, quasi keine Chance mehr bei 7 Teams in der Liga, oder? Ist noch ein Game für die Lithium Tigers. Für die Heldenfabrik sind es noch. Also Lithium Tigers sind hier die Lit. Für die Heldenfabrik sind es noch 2 weitere Games, aber. Die Lithium Tigers könnten dann überhaupt noch einmal nur gewinnen und dann direkte Differenz wären sie natürlich dann auf Platz 1. Das heißt, wird ein spannendes Spiel bestimmt. Nicht so einseitig wie jetzt die letzten Spiele, die ich casten durfte. Ja. Also ansonsten ist das eigentlich auch schon relativ entschieden, wenn man jetzt so sieht, nur die Cheetah Connection haben wir überhaupt noch eine Chance mit aufzusteigen. Und das halt auch nur, wenn jetzt die Heldenfabrik überhaupt verlieren würde. Wenn ich das richtig sehe, weil ansonsten, wenn die jetzt gewinnen, wird das sehr schwer überhaupt noch an hochzukommen. Ja, da geht es jetzt hier wirklich heute um Platz 1 und 2. Das freut mich, dass wir mal ein spannendes Spiel haben. Zur Abwechslung. Schauen wir mal, sobald es die IP dann gibt, werden wir auch auf den Server gehen. User was moved to your channel. Einen wunderschönen guten Hallo, Servus. Abend. Oh, schöne Stimme. Erstmal. Ja,
Dachte nicht, ich habe gehört, du bist ganz alleine hier. Ja, aktuell der liebe Marvin, der mitcasten wollte oder eigentlich eingeplant war, hat jetzt ein Familienessen, Familienessen, hat jetzt, muss jetzt essen gerade. Das ist Ah. natürlich, also generell irgendwie Spiele sind aktuell immer um so eine Zeit rum, weißt du, wo gerade alle am Essen sind. Ich merke gerade, mein Pegel ist gerade ein bisschen hoch. Könnte an CS liegen. Ja, aktiviert sich immer der Pegel. Ja, habe ich auch, aber habe deswegen für Teamspeak und so gewechselt auf Ja, normale Headset. so. Und nur für Stream und sowas, das andere. Oh, ich habe gar keinen Link. Ja, gibt's auch noch nicht, meines Wissens. Müsste dann erst so in 8 Minuten kommen. Also, weil normal ist ja 20 Uhr dann auch Serveranfrage erst. Ja. Wobei der Server sogar schon requested wurde. Schauen wir mal, ob wir da gleich eine IP kriegen. Ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel, kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, hoffe ich. Also von vornherein. Bei guten Teams. Bist du jetzt als, also spielst du oder bist du nur so Bin als eigentlich Stand-in oder? Stand-in, Ah, okay. ja. So als Notlösung. Bitte schön für dich einmal. Cool. So. So, für mich, damit ich mir das merken kann. Uiuiui. Nee, beim letzten Spiel war ich sowieso, waren alle Jungs so krass, dass ihr da gecastet habt. Ja, Haben sich alle so also gefreut. ich muss sagen, wir machen das gerne. Also ich mache das persönlich gerne. Ich finde das immer ganz toll, Leuten zuzuschauen dabei. Und weil man, du kannst auf viel schönere Sachen achten, weißt du? Wenn du so selber spielst, dann bist du halt so in deinem Ding drin und ansonsten kannst du halt auch so ein bisschen drauf achten, wie andere Leute das Spiel spielen und bisschen drüber reden über das Spiel. Macht halt Spaß, ist manchmal ein bisschen anstrengend, manchmal auch ein bisschen langweilig, kommt aufs Spiel drauf an. Ja. Du, mir fehlt das Passwort. Ja, das liegt daran, dass der GoTV Client noch nicht aktiv ist. Also, beziehungsweise GoTV, normalerweise braucht GoTV immer ein bisschen, bis der hochfährt, weil der ja mit Puffer arbeitet. Und ist halt so, dass jetzt noch nicht losgeht. Wie viel versetzen wir jetzt zu 7 Sekunden? Eigentlich. Länger, fast eine, also ich glaube fast eine Runde ist das. Also normalerweise ist das relativ viel. Ja, ist halt so, ne? Aber dafür, also wenn der GoTV-Bot mal Spaß hat, dann läuft das auch eigentlich immer ganz flüssig. Variiert halt. Marriage und Kabel. Also Marriage kann ich jetzt schon mal sagen, wird spannend. Ja, glaube ich auch, also Kabel vor allen Dingen. ist so eine Map. Sorry. Ja. Ich wollte dich nicht Also unterbrechen. Kabel ist so eine Map, wo sie. Na, nicht schon. Kabel ist so eine Map, wo die spielen wir nicht oft. Ja. Aber sind trotzdem relativ stark. Ja, also Kabel ist so, wenn man so ein, zwei Positionen gut hält, kann man da sehr viel machen auf der Map. Ja. Wenn man natürlich so ein paar kleine, wenn man halt so zum Beispiel Sachen offen lässt oder schlecht hält, dann wird es manchmal echt gefährlich. Bin ich gerade echt. Bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich jetzt hier richtig eingegeben habe. Habe ich was Ich hab den ja vergessen? vom Mate nochmal bekommen. Eigentlich derselbe. Ja, weil normalerweise zählt man 5 dazu.
vom normalen Link, weißt du? Dann hast du den GoTV-Link. Nee, ich hab nur den von meinem Mate. Aber der sagt mir über das Passwort, das falsch. Ja, also ich hab ja den, ich hab den vom Spieler, den Spielerlink gekriegt. Normalerweise ist es halt so, den Port, den du am Ende hast, plus 5. Also das letzte Mal lief der Server auch irgendwie. Also ab und zu ist GoTV nicht so am Start bei 99 Damage, ich weiß nicht. Hoffen mal, dass wir jetzt nichts verpassen. Das wäre relativ ätzend. Zum Beispiel so ein Knife Round und sowas ist eigentlich immer ganz schön zu sehen. Das ist schon wieder schön, dass man hier nicht raufkommt. Ich kann nur in der Lobby. Was? Connection von Lobby. Ich bin noch in keiner Lobby. Ja, das liegt nicht am Passwort. Nee, auch nicht. Nee. Braucht kein Passwort. Normalerweise ist GoTV ohne Passwort. Es will einfach gerade nicht. Ist doch mal schön heute. Ich werde mal ganz kurz mein CS neu starten. Schauen wir mal, ob es daran vielleicht liegt. Wäre natürlich ärgerlich, wenn es jetzt nicht gehen würde. Also eigentlich sollte es gehen, das liegt normalerweise daran, dass CS oder GoTV nicht will. Eigentlich ist es richtig. Eieiei. An sich sollte das gehen, ich weiß nicht, was woran das gerade hakert. Ah lol, ich bin dumm, es ist plus 10. Rechne mal plus 5 drauf auf deinen Connect Link, sorry. Ich hab vergessen. Ja, also den die du hast, ne? Nochmal 5 drauf am Ende, ganz hinten an Port. Ja. Also 6. Ja, 6. Tut uns leid, das war jetzt ein bisschen dämlich gerade von mir. Kommt vor, passiert. Ja. Das ist, ich hab mir, also es war früher immer so, das haben sie bestimmt jetzt umgestellt. Aber es geht auch noch nicht los, also wir haben jetzt nichts verpasst zum Glück. Weil das wäre halt blöd gewesen, hätten jetzt so erste Runde verpasst.
ganz kurz Licht ausmachen. So, da, da. Jetzt sollte alles richtig sein. Also ich bin drauf auf jeden Fall. Ja, ich auch. Wen haben wir denn jetzt hier? Syntax immer wieder Joghurt. Ja, oh, Joghurt. Heißt der wirklich so? Also nee, nee, nicht in echt. Nein, ja, nicht in echt, aber ist das sein. Okay. Ja. Also wir haben Joghurt hier, dann haben wir. Oh, Knife Round beginnt. Müssen wir natürlich fliegen. Wir haben Joghurt, wir haben. Syntax Error, Bunny, Wicketbot und guter Spieler 1, 2, 3 auf der Seite der Heldenfabrik gegenüber Linium Tigers mit Novair, keine Ahnung, Joker Boy, X-Rind, Triple X und Equalizer. Und jetzt haben wir die Knife Front. Diesmal ist keiner AFK im Spawn. Aber da kommt einer von hinten vom Palace und dann zwei Leute schon geholt, drei Leute. Eindeutig. Eindeutiger kann man ja gar nicht mehr gewinnen. Ja. Dann schauen wir mal. Ich würde switchen, haben sie auch getan. Und dann soll es eigentlich gleich losgehen. Ich bin gespannt, heute haben wir wieder haben wir einen Spieler weniger. Also. Zum Beispiel der Joghurt anstatt der Held. Okay. Mal gucken, der drückt auch krass. Ich hoffe, dass es ein spannendes Spiel wird. Sollte es eigentlich, also wenn jeder so spielt, wie ich das jetzt gesehen habe, gegen die Seahawks jeweils, sollte das schon. Also ich würde auf Heldenfabrik setzen. Ja. Aber es könnte ein sehr spannendes Spiel sein. Vielleicht sehen wir sogar eine Overtime. Würde mich freuen persönlich. Wenn dann alles im Verlauf des Spiels dann erst. So. Gut, dann könnte es. Von hier aus könnte es mal losgehen. Es beginnt. Ja, die Pistol Round. Eine Nate sogar. Vielleicht hat man. Zwei Nates. Vielleicht haben sie was vor, vielleicht wissen sie auch was. Ich weiß nicht, habt ihr euch irgendwelche Spiele angeschaut von denen oder so? Also. Nein. Okay. Also ich persönlich nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt Syntax Error sich Spiele angeguckt hat, aber. Aber jetzt nach B, das könnte tödlich werden. Man sieht sie da und jetzt fliegen die Nates. Aua, das tat weh. Hat viel Damage gegeben. Aber jetzt der erste Frag hier, zweite, man kann traden. Die Zetes sind schon alle da. Bombe geht aber down trotzdem. Schöner Killer von Skin. Syntax-Error mit zwei schönen Frags und jetzt 1 gegen 3, er ist bekannt. Eigentlich nicht mehr viel, was er da machen kann. Holt da noch einen. Dann gerefragt und damit ist es auch die erste Runde für die Heldenfabrik. Sehr schön damit den Nades, also. Wenn das mal ein B-Rush wird, dann hat man natürlich echt einen guten Vorteil. Für ein Retake jetzt nicht so optimal, aber. Das war echt gut jetzt. Hat mir gefallen. Jetzt können sie auf jeden Fall kaufen. Immer Vorteil für sie. Mal sehen, was dann die anderen machen. Linium. Geht aber auch wieder Richtung B mit der Bombe. Diesmal aber einer vor A. Man versucht halt erstmal auf Picks zu gehen, würde ich sagen. Beide in Underground. Oh, die Nate. Oh, oh. Und der Molotov hinterher. Und jetzt brennt er da zu Tode. Und dann wird auch gleich gespottet und Underground.
Noch einer geholt, der andere low HP. Bombe jedoch immer noch unbekannt. Aber Wicked kann jetzt auch den Kill auf A holen. Jetzt ist man mit der Bombe natürlich ein bisschen. Wo gehst du hin? Alle leben noch. Quasi kein Spot, der frei ist, ne? Hat auch keine Nades oder so, um zu faken. Wartet da jetzt einfach nur auf den Push, oder? Ich denke auch, ja. Ja, er nimmt da einfach nur noch ab, hinten, Richtung T. Vielleicht bringt er die Waffe durch, wobei es eigentlich keinen Sinn macht. Nächste Runde haben alle anderen Eco. Er muss eigentlich sterben. Oder halt den Bombplant holen, aber. Und jetzt wurde gesehen. Das hat aber eine Deagle. Dann könnte er vielleicht was hinkriegen, aber sieht nicht so aus. Weil es sind alle da. Leute. Das ist halt. Und also, ich werde nicht pieken. Diesmal nicht. Haben sie vom letzten Game ein bisschen gelernt. Wo sie da ein bisschen zu übermütig waren und ein bisschen reingepiekt haben. Das ist dann auch immer diese Pointlos, diese. Für die Punkte haben. Man will den Kill haben. Das ist halt jetzt dumm. Er stirbt nach der Zeit, kein Geld. Nächste Runde. Sie hätten jetzt kaufen können. Ja. Also beziehungsweise halt jetzt nochmal. Haben die gerade eben alle nicht gekauft gehabt und er? Oder? Das verstehe ich nicht. Okay, sie kaufen alle, außer XXX. Naja, aber die haben ja letzte Runde geforst, ne? Nachdem sie einen Bombplant hatten. Aber alle nicht so wirklich, sondern nur er halt viel. Also der Rest hatte ja keinen Kevlar. Das sieht irgendwie ein bisschen planlos gerade aus, aber ist jetzt ein A-Execute. Das wird der Argo. Sie haben aber nur eine Smoke, ne? Und auf Seiten von Heldenfabrik ist man sich sehr sicher, dass es Richtung A geht. Drei Leute schon Richtung A. Vierte kommt jetzt auch noch rüber, also. Ja, da pushen sie rum. Und Wickedbot kann er den ersten holen. Wird dann aber gerefragt. Triple X hat jetzt selber auch eine AK bekommen. Aber Bunny holt da zwei Leute auf einmal. Holt den dritten. Der Junge ist gerade richtig on fire. Und wird dann aber noch gefragt. Was ein Spraydown. Das ist 2 gegen 1 Situation. Ist machbar, ne? Machbar. Einen hat das, der es gehört. Jetzt muss er natürlich an der Scout vorbei. Guter Tag, aber dann Syntax Europe kickt hinterher und holt dadurch den Kill. Hätte man jetzt eine bessere Waffe aufheben können. Achso, er will eh aufspielen. Aber eine AK so. Wäre vielleicht nicht so dumm gewesen. Man geht auch gleich auf das Double Orb Setup. Das ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Man spielt relativ früh beide Orbs. Kann man so machen. Ja, je nachdem, wer halt mit der Orb gut ist. Ja, ich finde es halt immer ein bisschen kritisch, da man, also ich finde, das ist eher so eine, so Double Orb ist eher sowas für ein, was Besonderes, weißt du, so. Ja. Wenn du das so immer gut, spielst, dann hinderst du dich selber auch ein bisschen. Ja. Vor allem, die spielen jetzt da auch mit zwei, die spielen mit zwei Waffen, also zwei Rifeln auf B. Das heißt, für ein B-Retake haben sie halt dann zwei Orbs. Wenn es mal dazu kommt. Aber Syntax Error hier in der Mitte holt da einen, der Underground vorgepusht war. Sehr schön, was er da macht. Sind sie noch nicht schlüssig? Da sind sie noch nicht nur schlüssig, ob sie jetzt zu B gehen oder nicht. Ja, aber Xan steppt jetzt wieder. Bitte, Bego. Ochse. Und Syntax Error ganz entspannt, wie auf einer A-Map. Holt er. Kriegt da sogar noch einen Tag durch die Wand. Auf Triple X hin. Aber Joker Boy ist auch schon relativ weit vorne in der Mitte. Also, der könnte jetzt hier Bunny überraschen. Tut das auch. Wird aber gerefragt. Und Joghurt jetzt hier G
gegen Triple X. Ei, man darf nicht mehr sprayen mit der Tech. Da muss man sich echt dran gewöhnen. Also, weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber wenn du mit der Tech mittlerweile sprayst, das geht gar nicht mehr klar. Und Syntax Error. Der Name ist halt auch so toll, ne? Syntax Error. Holt damit die Runde. 9 Kills schon für ihn. Der hat heute richtig Spaß am Spiel. Damit steht es 4-0. Sollte man mal langsam eine Runde gewinnen auf Seiten von Ninium Tigers. Und schickt Jetzt jetzt haben sie eine auch Bambi. Glass-Cannon Orb in die Mitte. Versucht da einen Pick zu kriegen. Aber Bunny ganz entspannt holt er den Kill. Jetzt wird es wieder ein A-Execute. Execute. Diesmal hat man sogar 3 Smokes. Da Kann sind sie da. aber schon zu dritt auf dem Spot fast schon wieder. Sie entscheiden sich Und sie dagegen. rotieren. Sie faken das Ganze. Aber Aber sehr Joghurt rotiert langsam. wahrscheinlich. Also das ist viel zu langsam, das Ganze. Index gut durch Underground. Kann da Gut einen ein. holen, sieht auch noch die Bombe, dadurch ist halt die Rotation schon gecallt und ja, was will man jetzt machen? Joghurt hier in einer schönen Position, wird da auch nicht abgeaimt, kann einen versetzen, holt den zweiten auch noch. Und jetzt in der Mitte Fivlo? Heißt Evo. der Fivlo? Fivo, holt da den Kill in der Mitte. Ja, 5-0. Den Fake, also ich weiß nicht, ob das ein geplanter Fake war. Es sah nämlich nicht so aus, weil ansonsten wäre ein Spieler schon weiter Richtung B gewesen, weißt du? Weil dann hätte man das nutzen können. Jetzt ist gerade ein bisschen so, was machen wir? Ein paar Haben sie Leute geschossen? kaufen, ein paar Leute kaufen nicht. Triple X hat immer noch 200, Equalizer hat noch 1700. Da ist gerade die Teamabsprache nicht so ganz da gefühlt. Jetzt wollen sie einfach nur auf Fritz gehen, damit die Bombe fallen lassen. Oh. Triple X sprayt ja schon wieder mit der Tech. Nein, also ich weiß nicht, ob der sich die Patch noch durchgelesen hat oder danach mal wieder Tech 9 gespielt hat, aber die Teammate tut natürlich auch nochmal weh. Joker Boy 29 HP noch. Zwei in Apps und zwei Main drin fast. Bunny aimt da ab, kann aber nur einen Hitmarker setzen. Ungewöhnlich eigentlich. Ich sehe dann einen Tag auf Syntax Error. Holt dann sogar Syntax Error. Bindet damit 3 Leute Richtung B. Das ist natürlich jetzt optimal, ne? Ja, jetzt müssen natürlich auch die Ts schneller reagieren. Die brauchen gerade ein bisschen. Warten da viel zu lange für meinen Geschmack. Bunny rotiert jetzt auch zurück. Und jetzt wird auch gecallt, dass es A ist. Also, muss sagen, sie faken gut an, aber brauchen dann viel zu lange. Oder wäre es fast der Double geworden? Bunny fast mit einem Double Kill. Holt mit einem Headshot. Das ist doch absolut lächerlich. Holt dann auch noch den Kill. 3 Kills für ihn die Runde, 2 Kills für Joghurt. Nur einen Spielerverlust gemacht. Sieht gerade sehr stark aus für die Heldenfabrik. Ey, das muss es aber nicht sein, dass man hier noch 3, 4 Mal anfängt zu defusen. Bin gespannt, ob Limi und Tiger sich nochmal aufrappelt. Ja, jetzt gehen sie Wünsche wieder für sie. einen Smoke Execute. Diesmal ist das ganze Team da. Da wird's Full A. Jetzt ist natürlich der Punkt. Aber jetzt rotieren sie Geht schon. Bunny da jetzt durch die Smoke? Tut er. Wird aber geflasht. Noch eine Flash kommt. Sehr wichtig. Und sie erwarten da jetzt auch Wicked nicht. Wicked wird aber gereflasht. Jetzt kommen sie mal auf den Spot. Relativ entspannt. Können da sogar noch einen holen. Überzahl für sie jetzt, aber jetzt natürlich, man muss die Bombe planten, die Mutec aufhalten und Syntax Error macht das ganz stark, kriegt da einen Kill. Bunny, full flashed, holt da trotzdem den Bomb Carrier.
Nova zieht rum, kann aber keinen Kill setzen, obwohl Yugot nur eine Nade in der Hand hatte. Also da ganz viel Pech gerade auf der Seite von Linium Tigers. Linium Tigers heißt es. Ach, zwei Kills für Yugot, ein Kill für Bunny. Also die Orbs, wobei es ist gar nicht der Orbspieler, oder? Ist Yugot der Orbspieler? Haben wir gerade getauscht, Ich oder? glaube, Joghurt spielt momentan auf Mitte. So denke ich mal, dass er die Ops spielt. Ah, okay. Ich dachte, Fivlo wäre das. Fivlo. Flo. Nee. Doch, Filippo Flo? geht auf die Mitte. Fivlo? Ja, ich. Name Filippo. ist Hack. Nein. Ja, ich dachte, das. Dann haben sie gerade getauscht, nämlich, weil vorhin war das anders. Ja, Ganz normalerweise geht er die einfacher Ops in die Fragger in der Mitte. Mitte beim Mid-Push und. Ich meine, sie haben nicht viel Ausrüstung. Kaufen aber auch Underground. schon wieder ein bisschen unterschiedlich. Also. Nowhere hat er Oh, gar das ist ein nicht, Double-Kill. hat er komplett runtergekauft, der Rest nicht. Der Nava, glaube ich. Nava oder Nova oder ah, Nowhere. Nowhere, ja, das könnte sein. Wenn das jemand weiß, in den Chat schreiben wäre ganz nett. Ja. 7-0. Sieht nicht gut aus, wird gleich ein 8-0 sein. Man sollte sich vielleicht überlegen, ob man nicht mal eine Timeout callt oder so. Sich mal entscheidet, zusammen zu kaufen. Dass jeder wirklich mal full equipped ist und dann vielleicht auch ein bisschen Map Control zu nehmen oder so. Ich meine, der Execute hat ja gut funktioniert, aber dann waren da so individuelle Fehler oder teilweise auch, da hat die Smoke für CT gefehlt oder gefehlt komplett. Bin mir nicht ganz sicher. Philo will dann natürlich jetzt aufs Knife gehen. Ein HP jetzt noch auf Triple X, das ist natürlich richtig bitter, wenn er das später sieht. Und da holt den Südlöchs noch. Wird dann als auch von Joghurt geholt und damit steht es 8 zu 0. Ja, und jetzt kaufen sie schon wieder. Also, das hat gerade nicht Hand und Fuß. Und Doppel-Orb sie sogar auf zwei der Seite. AWPs, ne? Ja. Ich glaube, sie wissen jetzt momentan nicht, was sie machen sollen. Sie am besten spielen können, deswegen Triple durch eine Orb Mitte. auf T-Seite. Also jetzt. Ich weiß nicht, ob sie da gerade verzweifelt sind oder was es ist. Jumping Shot und holt da den noch in der Mitte. Sehr schön von ihm. Vier gegen fünf jetzt für die T's. Zwei Leute Mitte oben. Equalizer kann da Syntax holen. Kann Bunny auch noch holen. Damit ein 3 gegen 4 für die T-Seite. Ist natürlich jetzt ein schöner Vorteil. Und Joghurt geht jetzt auf Short. Wenn er da jetzt das richtige Timing trifft, dann kann er jemanden erwischen. Aber wurde jetzt gehört, glaube ich, dass er gezoomt hat. Und ich weiß nicht, ob er ihn erwartet, da in Ladder oben. Oh, Equalizer wird da einfach geholt. Hat Nova ihn Nico vorhin pusht. nicht scopen gehört? Nein. Das kann aber nicht sein. Er hätte doch, also er stand doch komplett hinter ihm und hat gescoped, oder? Also davor, in der Szene, als er lang war. Oder habe ich das falsch mitgekriegt? Glaube, er hat früh genug gescoped. Okay. Ich glaube, das war hörbar, um ehrlich zu sein, aber. Passiert mal. Oh, achso, der hat 90 HP, ich dachte 30. Ich dachte schon, die Nade. Macht jetzt die Bombe. Ja, sie Bin 6 werden HP. Richtung B gehen müssen, von der Zeit her. Oder sie lassen es in der Runde. Sind da Besser relativ wär's. unentschlossen. Also 18 Sekunden, 14 Sekunden, das reicht gar nicht mehr. Sie müssen jetzt die Orb noch kriegen. Ja, er macht den Kill und damit ist die Runde schon zu Ende. Also sie verlieren gerade eine Runde nach dem anderen, weil sie verplant und teilweise halt auch ein bisschen, ich weiß nicht, ist halt nicht alles durchdacht, was sie machen. Sehr viele Einzelaktionen jetzt schon wieder. Equalizer kauft nicht, der Rest kauft. Also Ich glaube, der will wieder die Orb haben. na jetzt hat er eine AK gekauft. Er hatte das Geld noch.
Natürlich dumm, dann eine P250 zu kaufen, aber wenn er das entscheidet, wir haben sogar auf Triple X, der hat sogar eine P90. Das interessiert mich jetzt, wo er hingeht, weil mit der P90 kann man gut was anrichten, wenn man das ausnutzt, dass man einfach laufen kann, weißt du? Weil meistens ist es ja so, man piekt einen Winkel und dann bleibt man da stehen und schießt halt. Und wenn der jetzt so zum Beispiel wie eben Joker Boy, wenn der andere dann reinpiekt, dann gewinnt man es entweder oder verliert. Wenn man sich so ein bisschen links-rechts bewegen kann, ist es auch für eine Orb schwerer zu treffen. Auf jeden Fall. Wenn es Triple X, Wicked holt da den Kill, obwohl er ein bisschen Flash war. Bunny weiß da, dass er vorher einen Hitmarker gesetzt hat und kann ihn dann auch holen, Main. einfach mit dem Spray durch die Smoke. Main wurde gesehen, rennt wieder zurück. Oh, Syntex pusht von hinten. Joghurt wollte erst rotieren, kriegt dann aber den Call, dass es wahrscheinlich Richtung B geht und jetzt soll es eigentlich bestätigt sein. Ich weiß nicht, aber ich glaube, Syntax hat es gehört oder gesehen. Index hat ihn verpasst, glaube ich. Ich glaube, er hat ihn gesehen. Wer ist das? So, diesen einen Pixel, wo er durchsneakt. Ich glaube, das war sichtbar. Bin ich mal gespannt, machen Sie eine Echo? Also Wird ich wieder muss ehrlich reingeworfen. sagen, ich weiß nicht, was das gerade ist bei Lineum Tigers. Die haben das, was ich bis jetzt gesehen habe, jetzt nicht so schlecht gespielt, wie sie gerade sich verkaufen. Also Ja, jetzt Hate wird es Topic natürlich ist der einfach stark B-Rush. auf der Map. Ja, das auch, aber sie verkaufen sich gerade so verplant, nicht strukturiert. Und das hatte ich beim letzten Mal eigentlich nicht so das Gefühl, dass sie so sind. War das diesmal der straight Vigo? Man kann sogar zwei Kills holen, das ist jetzt natürlich vorteilhaft für die Ts. Nur ein Spieler überhaupt nah an Zeit. Bombe geht jetzt sogar down. Aber zwei Kills für die CT-Seite und letzter ist bekannt, wird gekillt. Aber wollte man schon auf den Ninja gehen. Oh, Ich glaube, damit. Lineum Tiger ist auch überrascht, dass sie das Heldenfabrik so schnell rotiert. Ja, das kann sein. Also man muss euch lassen. Ihr readet sehr gut. Also durch die Aggression in Mitte vor allen Dingen. Wodurch so immer so Underground oder Upper mit ausgeschlossen wird, ist immer relativ viel machbar und dann sind die Calls ganz gut. Und Philo spielt da mit der AUG. Also, da muss ich jetzt zuschauen. Ich finde Leute, die mit AUG oder SG spielen, immer sehr sympathisch. Oder Auto-Shotgun oder sowas. Bunny da mit einem schönen Frag von Stairs aus auf Pallet. Und jetzt ist nur noch der Execute eine Smoke. Ne, mehrere Smokes. Okay, gut. Da kommen die Deploy Smokes rein. Team Knife kommt rein. Das war natürlich nicht so gut. Sollte am besten nicht passieren. Aber der Spot ist komplett leer. Eigentlich, wenn man draufgehen würde. Schon aber irgendwie nicht so gut. Dieser komplett durch die Smoke holt er den Kill. Syntax Error hüpft auf Ticket Booth und kriegt zwei Kills. Damit ist die Runde schon wieder zu Ende. Also, ich weiß, wir haben vorhin gesagt, es wird ein closes Game, ne? Also, ich Ja. habe das vorhin gesagt. Also, irgendwie Hätte sind ich jetzt meine auch anders Calls aktuell erwartet. nicht so gut. Ich muss auch sagen, Endfabrik spielt momentan wie ein Brett. Geht Ja, einfach. also. Da wird der Bego. Ich glaube, da wartet man jetzt auf die zwei Flashes. Oder wartet man, dass man da Die Arbe. zusammen ist? Ich weiß nicht, worauf die warten. Philo ist da unten schon durchgepusht, kann da sogar einen Kill holen und wird nicht gerefaked. Kommt da sogar, glaube ich, weg, ohne wirklich Damage zu kriegen. Ja, kann noch einen Frag setzen, während er wegkommt. Bunny Mitte wird auch nicht geholt. Und jetzt ist es einer, der alleine versucht, auf B zu kommen und der wird halt mit einem schönen Headshot von Joghurt. Geht er da einfach raus und ja, Syntax Error und Jod holen das dann da wieder. Also irgendwie, ich weiß nicht.
13-0 steht jetzt. Wenn es so weitergeht, steht es gleich 14-0. Man darf jetzt natürlich nicht übermütig werden auf CT-Seite, aber. Weil so ein 16-0 auf der ersten Map demoralisiert natürlich den Gegner enorm. Und jetzt die Autosniper in der Mitte. Holt zwei Leute da. Oh ne, nur einen. Aber trotzdem, der Autosniper in der Mitte ist halt. Schon sehr. Also da merkst du sehr. Wie heißt das? Sehr die Confidence raus, wie die rauskommt. Also. Sie haben sich da jetzt sehr gut eingespielt und auch eigentlich wenig Respekt noch vor dem Gegner, muss man ja mal sagen. Wird's der Argo? Ja, wird ein Argo, noch eine Smoke vorhanden. Wird natürlich schwer. Bunny natürlich stark wie immer, holt da den nächsten Frag. Und. Ja, jetzt. Nova alleine da auf Action wird dann auch geholt und jetzt Triple X kann nur noch saven gehen eigentlich. Also gegen vier Leute. Okay, man kann es versuchen. Den kriegt er jetzt auch, den Kill am Connector. Aber jetzt, ich glaube nicht, dass er auf Bunny aimen wird. Oh, Bunny, was für ein Reflex, holy shit. Fliegt da kurz hoch, holt den Kill. Ganz entspannt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Spiel. Habe mich auf eine spannende Partie gefreut. Aktuell wirkt das so einfach drüber fahren, Runde holen, Game holen. Was? Wickedbot hier mit einem Kill, Bunny auch wieder mit einem, Bunny mit noch einem. Wickedbot wird jetzt gefragt, aber es ist 2 gegen 3 sogar nur. Jokerboy mit 2 Kills. Die Bombe ist Richtung B, das könnte jetzt spannend werden, wenn Joghurt da rotieren sollte. Aber die Jungs schon wieder nicht am Rotieren, sondern man hat nichts gesehen, kommt jetzt die Flash rein, Kill. Marvin ist gerade 14, steht 14-0. Ja, für Och, Helden. Für Toni. Welches Connection? Der untere, sorry, der obere war Dummheit von mir. Wie geht's euch? Ganz kurz, 2 gegen 1 Situation jetzt hier, Syntax-Error, Kicker und kriegt den Kill. X-Vent aimt er gar nicht ab. Aber Siren macht mehr Sinn, oder? XY, ja. 15-0. Also da kann man ja quasi schon GG callen. Erleben wir den Dream. Ich muss ehrlich sagen, bis so wie wir das gerade gesehen haben, nee. Es tut mir leid. Ist das Maskus-Stil grün? Bei Syntax-Error. Aber jetzt haben sie wieder Geld. Ich bin wieder kaufen. Was? Hat der ein grünes Damaskus-Stil? Oder war das gerade nur. Achso, nee, das war gerade nur wegen der. Weil das Spiel zu Ende war. Apropos grün. Ich verkaufe ungefähr die Hälfte meines Inventars, Anton. Darüber reden wir später. Okay. Heldenfabrik jetzt wieder mit dem gleichen, was sie letztes Mal schon gemacht haben. Ein Bego mit 2 Smokes und Tech-9s. 3 Spieler Richtung B, 2 Leute dann halt Richtung A und die beiden Richtung A. Die sollen natürlich dann einfach auf den Bomb-Plamp gehen, wenn die Rotation kommt. Und da kommt halt auch schon die Rotation. Ich meine. Oh, die sind breit schon. Sie brauchen aber ein bisschen. Merken sie, dass die Bombe nicht da ist. Ja. Oh, und schau mal, über Short können Syntax-Error und viel sogar noch rüberkommen auf A. Also das ist jetzt mal ganz schön gelaufen in der CT. Und Equalizer auch mit Zyllen, schönen Frax. Hat jetzt schon 3 Frax die Runde. Ich sag's euch, das wird ein Ace. Syntax-Error hat da den Rücken zu Ding und jetzt. Haben sie einen Kit? Nee. Aber. Oh Gott. Aber. Kann er. Oh! Was ist da gerade passiert? Ey, warte, CSGO ist ein super Spiel. Also, das war ein sehr schöner Moment. 15-1, der Dream ist nicht mehr real vom 16-0.
Ey, ich pack's nicht und das nur, weil CSGO mal wieder ein bisschen sich Aber entscheidet. er war doch komplett mit dem Er Kopf war drauf. komplett drauf, er Mit dem Kreuzer. hat komplett den Cooldown abgewartet, ich pack's nicht. Box war noch nicht grün. Also. So ein Witz. Ja, das ist dieser Frag-Model, der versetzt ist im Spieler. Ja, von hinten muss ich sagen, das Ja. Headshot geben echt extrem Nee, schwierig ist. könnte es sein, dass dadurch, dass er diffused hat, der Kopf so ein Stück runtergegangen ist? Ist das nicht die Animation? Ja, ich finde auch, das M-Diffusen ist wirklich mir schon oft aufgefallen, dass es quasi unmöglich ist, jemanden von hinten zu headshotten. Und jetzt Heldenfabrik, aber läuft hier auch schon wieder drüber auf den Spot, kriegt da den Frag, die Frags und Bombplant ist auch down. 3 gegen 2 Situation. Nova da mit schönem Movement, damit er schneller auf Short ist. Muss jetzt natürlich da Oh, er hat Bunny das gerade Barrel fragen. gesehen. Aber Bunny, stark wie immer, holt er den Frag. Kann da fast noch den zweiten setzen und dann ist Fiflo mit dem Refrag. Ja. Das war die erste Map, meine Lieben. Sehr, sehr eindeutig. Hätte ich nicht erwartet, nachdem wir hier den ersten und den zweitplatzierten haben. Sehr unerwartet auf jeden Fall, ja. Sehr schade. Also ich hoffe, dass jetzt auf Cobblestone wir einen anderen andere Linium Tigers sehen. Weil Ich ansonsten. glaube, Kabel ist sogar ein Pickmap von Linium Tiger. Ja, ist der Map, ist der Pick. Ich weiß nicht, was noch drin war. Ich glaube noch Inferno. Oh. Okay. Cobblestone ist sehr hell, ne? So, wenn nichts zu sehen ist, oder? Ja, jetzt sehe ich es auch. Jetzt sehe ich es quasi nicht. Also normalerweise ist ja wenigstens die Map da, aber Totalausfall. scroll mal raus, dann also wenn du dann kannst du rumfliegen und du bist nämlich auf B hinten am Boden drin, deswegen ist das so hell. Wie rausscrollen mit dem Mausrad? Ja, mit dem Mausrad, wenn du Ich zweimal hab mir das. scrollst, bist du im Fliegmodus und dann kannst du rumfliegen und dann musst du rückwärts fliegen. Ah, ja, du bist auf lang irgendwo in der Ecke. Ja, auf lang oben auf Titanic. Vielleicht ist das noch die alte Kameraperspektive. Kann sein, da war er vorher in der Ecke. Die haben sie zugemacht. Ja, oder ganz früher, weißt du, da war da ja gar nichts. Da hast du ja dann wenigstens auf Gras geschaut. Das könnte auch sein. Naja. Auf jeden Fall kann man jetzt so rumfliegen. Noch keiner gejoint. Also Marvin, warum verkaufst du dein halbes CSGO-Inventar? Ja, meine Eltern sind nicht so ganz überzeugt von dem Wert des Inventars, deswegen wollen die erstmal sehen, dass ich quasi im Plus bin und dann kann ich von mir aus mit dem Rest weiter so handeln. Hä? Also, was heißt quasi ein Plus bis? Ja, ich habe also die mal einmal mein Kontoauszug so ein bisschen durchgeguckt. Ich habe halt ungefähr 400 Euro reingeschickt. Und wenn ich mir die rausziehe und dann quasi, also wenn ich 600 jetzt ungefähr rausziehe, dann sind sie voll damit Und einverstanden, dann weil dann kann es da darfst du die funktionieren. 600 auch wieder reinzahlen? Also darfst. Nein, weil sie haben halt Angst, dass es ist halt wie mit Aktien oder so quasi, dass der Wert einfach verloren geht auf einmal, hatte ich das nicht mitbekommen oder sowas. Kannst du ihnen sagen, Bitcoins sind auch gerade nochmal um 2000 Euro gestiegen? Ja. Boah, Equalizer, du ey. Alter, hätte man sich mal Bitcoins gekauft vor einem Monat, Mann. Ja, das wäre echt. Puh. Da hätte ich es mir sogar leisten können. Mann, oh Mann. Hätte man mal auf Gold gesetzt. Ja, Spaß. quasi. Und die Knife Round. Ticker schreibt gerade im Chat, restreamst du unser Game oder was ist los? Es hat so ein bisschen daran erinnert, muss man ehrlich sagen, auch wenn wir keinen Bund gesehen haben am heutigen Tag. Aber was noch nicht ist, kann ja noch kommen heute. Anton gibt die Hoffnung nicht auf. Ja, natürlich. Da ist auch schon der erste Kill, der zweite Kill für Heldenfabrik, der dritte Kill durch Bunny.
Fifo kann da auch noch einsetzen und jetzt ist es 1 gegen 5. Die Knife Round fängt genauso an wie die letzte. Echt? Ja, da haben sie einen Kill wenigstens geholt oder zwei. Das wäre ja auch ein Scherz eigentlich, ne? 5-0 in der Knife Round. Ja. Sollte eigentlich nicht passieren. Jetzt wird natürlich hier geswappt. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man als T anfängt. Oh. Und ja, hoffen wir mal, dass es nicht so eindeutig wird, weil das fände ich echt schade. Ich habe mich echt heute gefreut, mal ein Spiel zu haben, was ein bisschen ausgeglichen ist. Naja, aber du darfst dann nicht mehr einzahlen, oder was? Das verstehe ich nicht. Marvin. Ja, also zumindest nur so weit, dass ich im Plus bleibe quasi. Also das heißt, du darfst, wenn du jetzt 600 Euro auszahlst, darfst du 200 wieder einzahlen. Naja, mein Inventar ist ja 1200 wert, insofern habe ich ja immer noch einiges. Also, ja, aber was zahlst du denn auch? Also, ja, verkaufst du das Knife? Ich möchte mein Knife eigentlich nicht verkaufen. Nein, aber ganz ehrlich, ne, das kann man auch nicht verkaufen. Deswegen, vielleicht verkauft ihr einfach alles andere quasi. Das Marble Fade? Ja, ja, das sowieso, denke ich mal. Dann haben wir ja schon 260 oder so. 250. Ja, dann hier tja, die Nova. Die Nova. Die Nova, die ist nicht, halt nicht die Hyper-Vs, meine ich. Sorry. Welche meinst du? Ja, alle. Ja, alle. Viel Spaß. Also, ich werde auf jeden Fall die P2K, die ist halt auch fast 100 Euro wert, ne? Die Deagle, weiß ich nicht. Ich werde die meisten Stat-Track-Waffen einfach auf Non-Stat-Track machen, trainen und dann halt den Rest. Oh, und dann habe ich es, glaube ich, schon fast. Das ist aber schon hart, mein Freund, hart. Ja, hart. Aber irgendwo auch ein bisschen gerechtfertigt, muss ich Ihnen sagen. Natürlich. Das gut, dass sie nicht sehen können. Also, wir haben jetzt nur die Kontos die letzten 3 Monate gemacht. wenn wir da weiter zurück. Eieiei. Auf Steam kann man ja irgendwie nachgucken, wie viel man. Ne? Das, ja, das will ich gar nicht wissen nicht bei cool, mir. Das möchte man echt nicht machen. Ich hab's bereut, sag ich euch. Ich hab. Es geht jetzt mal los. Schon wieder 2 Nades, beide im Dropper. Da können, oh, da, das wird. Oh ja, das, oh das mein was. Gott. Die müssten aber jetzt werfen. Ja. Eigentlich nur ein Deep Nade. Also, ich verstehe nicht. Die. Relativ einfach sind die eigentlich zu werfen. Es kommt jetzt sehr spät jetzt in den. Aber man kriegt. Syntax Error kriegt da so einen kompletten Kill auf Equalizer. Wow. 100 Damage verteilt der Junge da. Mit seiner Nade. Und die Dualies. Und die Dualies kommen auch noch rein. Headshot durch die Wand. Starker Boost hier. Was, aber ganz kurz, wie viel AP hatte der Junge noch? Der oben stand. Der mit dem Headshot, weil ein Headshot durch die Wand mit einer. Wird das kleine Holz die Holzrampe oder so gewesen sein, aber. Na, das könnte sein. Er hatte ungefähr 40. Okay. Naja, Fifo damit 2 Kills. Sehr schöne Runde von ihm. Syntax Error, die Nate war halt göttlich, aber ich muss sagen, wenn man die Nate so deep reinwirft in den Dropper, also so, dass die hinten explodieren vor dem Dropper, dann machen die so viel Schaden. Oh, und Bunny, ich muss Bunny zuschauen. Wo geht Bunny hin? Ja, in den Dropper. Der Anton. Ah, da kommt eine Deepinate. Und Bunny. Oh, das kriegt nicht den Kill! Los. Er kriegt nicht den Kill, das ist triggernd. Ah, aber jetzt schöner Headshot. Und dann kann er aber keinen zweiten setzen. Das ist sehr schade von ihm. Aber Fiflo hat ja auch noch eine. Wo ist denn Fiflo? Der ist schon hintergepusht. Oh ja. Push den Dragon Room vor. Wir wissen, dass jemand da ist, aber wir auch wissen, dass der Close wartet. Oh, jetzt wenn er pieken würde. Ah, sieht er die Waffe? Oh ja. Oh ja. Ey, als ob der zweite drauf war. Mama, nie im Leben. Er hört ihn. Woher bist du eigentlich? Oh, oh, wenn er ein bisschen. Lecker. Wenn er da abdrückt. Ja, und jetzt Equalizer. Hat noch nicht mal mehr die Bombe. Das wird jetzt schwierig für ihn. Ah, Swag Money for 20, da hat er auch die Swag 7. Das ist doch mal ein swaggiges Loadout quasi. Oh ja, durch die Smoke. Oh, nicht so. Ja, und damit 2-0. 3 Shotgun Kills, das hat gut Money gegeben.
Ich bin gespannt, bin ich jetzt natürlich, kaufen und wieder Shotguns. Noch ein, das wäre echt. Oh ja. Und da ist die Auto-Shotgun. Ich liebe den Jungen. In der Full Eco ist besonders geht er damit in den Dropper? Oh, XXX kauft als einziger. Oh, das hatten wir letzte Runde schon öfters. Die kaufen sehr unterschiedlich. Unterschiedlich. Antizyklisch. Ja, also wirklich. Einer kauft immer, der Rest nicht. Wird wieder der Vego-Versuch. Oh Gott, ja. Nicht in den Dropper, da wartet eine Autoschwarze. Nee, die steht unten. Steht in Mitte unten. Ich weiß nicht, wie man in Mitte unten, aber das Meta lasse ich mir nachher mal erklären, glaube ich. Oh ja, aber die Autoschwarze kommt. Weil das Meta brauche ich nämlich. Marvin. Oh oh. Von hinten, ich wurde gehört. Und 900 für ihn. Weil Marvin, das macht ja eigentlich sogar Sinn. Weißt du, man kann ja nur an dieser Door, aber wenn du daran geflasht wirst, bist du halt mehr am Arsch als ein Dropper-Gefühl. Also. Ich muss ich mal morgen ausprobieren oder so. Morgen Cobblestone spielen, Autoshotgun Mitte. Oh ja, bin auf deiner Seite. ...3-0 jetzt hier für die Heldenfabrik. Diesmal geht's. Jetzt erlebst du die Autoschotze. Oh, und nein! Oh, wechsel doch nicht! Wechsel doch nicht! Junge! Das ist die beste Waffe im Spiel. Und Joghurt wird da auch gefragt. Und jetzt ist man natürlich auf A drauf. Der ist schon komplett durchgepusht. Man weiß, dass einer runtergesprungen ist. Aber irgendwie mit Nate in der Hand. Und 6 Euro schafft es auf den Spot. Was ist hier los? Also. Eigentlich ist Aya der schwerer zu retaken, den Spot, würde ich behaupten. Ja, aber sie waren ja noch nicht ganz drauf, aber dann irgendwie, dass dann keiner da abaimt beim Balcony. Ich meine, wenn der gespottet wird bei Balcony, dann kann es ja natürlich passieren, dass er runterspringt. Vor allen Dingen sollte es auch eigentlich gecallt werden, dass der Junge runtergesprungen ist. Ja, jetzt kauft man hier auch schon wieder ein bisschen unterschiedlich. Also einer auf 1,4 runter, der andere noch 3.000. Da ist der Flick auch drauf. Man kriegt aber einen kleinen Tag, fällt jetzt auch zurück deswegen. Und Joker Boy macht sich mit der Bombe auf Richtung B. Microphone muted. War die wieder im Dropper? Die Bombe. Frage ist, was macht der eine auf B? Ah. Microphone activated. So, sorry. Habe ich was verpasst? Hallo? Die lassen sich sehr viel Zeit, du hast kaum was verpasst eigentlich. Oh, 1 gegen 4. Ohne Bunny. Bombe, jetzt stirbt er vielleicht nach der Zeit. Oh, das ist vorhin schon mal passiert. Ja, das ist optimal. Kann aber da einen Frack setzen. Ja. Was macht ihr denn da? Das ist. Das kannst du mir doch nicht erklären. Also, da sind so Kleinigkeiten im Spiel von Linium Tigers, die nicht so laufen. Wird wieder auf B gegangen. Oh, jetzt die Orb aimt ab. Das ist ein Hitmarker. Ein Leckshot rein, das ist natürlich schade. Man aber auch auf B lang schon relativ weit vorne. Kann da wirklich was hören? Das ist wichtig. Das ist natürlich Bunny noch das Problem. Oh, da kommt jetzt noch Molotov zu Bunny. Wird jetzt rausgeforst, wird dann auch geholt und damit steht es jetzt 3 gegen 4. Oh, da ist einer closed. 3 gegen 4. Da sieht die Waffe. Wird geholt.
Boah, der holt den nächsten. Oh, wäre hier richtig am Start. Nur wäre gerade richtig am Drücken und Equalizer holt dann sich da auch noch Joghurt. So, auf geht's. 5:1. Erste Runde für die Ninium Tigers. Ja. Damit kann man jetzt auch mal was. Vielleicht noch eine Runde holen. Bunny jetzt natürlich mit Namek 7 im Dropper. Das ist. Das tödlich. Könnte richtig tödlich jetzt. Werden, wenn, da, wenn sie jetzt Dropper gehen. Ich glaube, da wird der geboostet. Ja, da wird geboostet. Und Bunny im Vorteil hält. Och. Hat man es da jetzt geschafft, sich hochzuboosten? Nicht, ne? Nein. Das ist natürlich schon ein bisschen bitter, dass man das jetzt nicht geschafft hat. Bunny bleibt jetzt aber unten im Dropper. Triple X sehr weit vorgepusht. Sieht da Syntax-Error auch, weil Syntax sagt crouched. Jetzt kommt der Molotov, forst natürlich aus der Position raus und dann wird er gefragt. Bunny holt da einen im Dropper. Ja. Und Wickedbot ist jetzt hinten auf Stairs und Bunny close. Das könnte natürlich gut funktionieren. Bunny sitzt. Oh, kriegt er den ersten Frag? Kriegt er den zweiten Frag? Aua. Wird dann jetzt aber gerefragt. Kann aber noch einen Tag setzen. 2 gegen 2 Situation. Low HP auf Joker Boy. Und Joghurt ist da schon am Flanken. Richtig schnell ist der da. Aber verrät sich jetzt durch die Flash und alles und wird dann geholt von Equalizer. Sehr schön gemacht von ihm. Und Fiedle. Fiedlo, sorry, wird dann jetzt von Equalizer geholt. Nachdem er noch vorher Joker Boy eliminieren kann. Sehr krass Runden hier gerade. Also. Jetzt hat man sogar eine. Das ist nur ein Force, oder? Nur Pistol. Ja. Bei von ja, es ist halt ein Reset. Ah. Oh, aber jetzt Reset nach 5 Punkten. Mitte kommen Nades, aber erwischen leider nicht. Die waren ein bisschen früh geworfen, muss man sagen. Jetzt natürlich, wenn sie A gehen, haben sie jetzt ein Problem. Vor allen Dingen, weil jetzt der B auf B schon durch Dropper durch ist und nicht Richtung B geht, sondern Richtung A. Jetzt versuchen sie natürlich nach A zu gehen. Aber Nora kann da beide wegholen. Fiedle und Joghurt machen da aber auch Kills. Und auf einmal wow. Hat man 4 Kills geholt. Und Triple X ist da jetzt mit einer Mac-10 auf der anderen Seite. Hat natürlich jetzt unarmed Player gegen sich, aber mit einer sehr hohen Reichweite. Und sollte oh Gott, dass er da so lange braucht. Ja. 6:2. So eine Runde darf man nicht verlieren. Wieder reingekauft. Oh. 2 AKs, eine UMP und ein Pistol. Das ist natürlich ein kritischer Ball. Naja, vielleicht machen sie es ja. Nate. Alles gut. Joghurt hört jetzt auch, dass die Mitte schon durchgepusht sind. Aber viel so mit einer P90. Aber wird da gerefaked und. Joghurt kommt aber weg, kann noch einen Frag setzen. Bunny schon auf der schnell rotiert. Joghurt hält einen closen Winkel. Syntax-Error wird aber gefragt. In Dog. Wicked auch, Joghurt auch. Und jetzt ist Bunny alleine auf der Side. Hinten im Ninja, jetzt müssen sie ihn natürlich nur noch checken, ne? Aber ich glaube, sie wissen, dass er da ist. Ich glaube, Equalizer hat eine Idee, ja. Oh, hat Equalizer. Hebt den Molotov auf. Und oh ja. Das oh. War, nee. Aber da oben kommt Nova. Spotted Bunny. Kann jetzt scrollen, dass er. Könnte natürlich einfach können Sie bitte auf B gehen. Oder so. Aber das, also das ist mir. Mit der Bombe lieber auf B laufen, egal was ist. Ist immer sicherer. Naja. 6:3. Die Heldenfabrik jetzt hier. Mit einem richtigen Reset diesmal, quasi. Also 1-4 auf 2 Spielern. Aber wieder Pistol bei. Diesmal stackt man Richtung B. Ist auch wieder der richtige Call. Schöne Flash da gerade drüber. Syntax Error wird da geholt. Bunny ist auch geswattet worden. Eigentlich. Wird dann jetzt auch geholt. Ja, Joghurt
ist sich nicht sicher, ob er gespottet wurde. Flankt deswegen nicht. Und jetzt im Dropper hat man einen geboostet. Aber die Bombe geht schon down. Keiner ist noch auf lang. Oh Gott, der geht aber einen langen Weg. Ganz außen rum. Hinten. Ja, der Joghurt, oder? Mhm. Ja, der hat Angst gehabt, dass er gespottet geworden war. Ja, aber der Mate ist der Dropper oben. Ja, also. Equalizer und Triple X holen da jetzt noch Kills und jetzt ist es hier Joghurt gegen 4. Ey, nee, was ist denn das für ein. Was passiert denn hier? Und er holt zwei Frags. Und er forst dadurch einen noch bei der Bombe. Er holt den dritten Frag. Kann wenn er jetzt ja Karl noch durchbringt, ne? Das kann ja wohl nicht sein. Also, das darf definitiv. Ja, nicht womit lässt man ihn denn da durchkommen? Zwei Jahre. Also. Gegen eine Ave und gegen eine. Was war das? UMP? AK, das war schon noch eine AK. Ave, AK und noch eine AK. Ja, da auch das ganze Tech-9-Magazin verballert. Das aber, ist zugegeben verkürzte, aber. Ja, nee, Triple X spammt auch noch mit der AK, mit der Ding. Das ist ein bisschen ein Problem. Der Junge vorhin auch schon auf B, auf Mirage, hat er auch mal den Kill nicht gekriegt, weil er nur im Spam war und nicht mal eine Sekunde kurz Pause gemacht hat beim Spam. Muss die Updates respekten. Ja. Bunny wird da jetzt gefragt im Dropper, das öffnet natürlich alles, also. Dropper in der wichtigen Position. Und wäre das auch schon wieder mit dem Frag, aber. Der fühlt sich da ziemlich wohl. Wie kann der einfach durchlaufen? Nowhere fühlt sich ziemlich wohl auf der Plattform, da wollte er sehr gerne. Das kann ich. Leute, Jok, hätten sie ihn letzte Runde nicht saven lassen, ne? Ich meine ja nur, das kann echt nicht der Ernst sein. Und wieder zwei Leute, aber Avax Sand ist jetzt schon auf. Ah, ich wollte gerade B sagen, das ist mir aufgefallen, das ist falsch. Aber er hat keine zu viel Smoke. Angst, er traut sich nicht. Er braucht wieder zu lange. Und eigentlich müsste Jod das jetzt readen, also. Hm. Aber die, dass er keine Smoke hat, hilft ihm in dem Fall sogar, weil Joghurt deswegen nicht rotiert, sondern auf B bleibt, weil er denkt, ah, der Junge hat noch nichts auf A gemacht, dann kann ich ja jetzt auf B bleiben. Full HP, Full Utility, gegen 20 HP mit nichts. Ja, aber am Ende kommt es auf einen Headshot, ne? Ja, aber er ist sich sehr sicher, dass er bei der Kili kommt. Hört jetzt die Nate doch schon, wie soll das da doch sein? Oh, hat ihn gesehen. Hat ihn nicht gesehen. Joghurt nicht. Wird er da durchrennen? Das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Und da schafft er das. Joghurt, ich lasse Joghurt aus, ne? Ist das irre. Also ganz im Ernst. Ich kann zwei das, Runden in Folge. Ich kann lassen mir das, glaube ich, nicht mehr anschauen. Ich glaube, ich gehe jetzt. Sorry. Zwei Runden in Folge lassen sie ihn so lächerlich durchkommen. Marvin, ich lasse dich das zu Ende casten. Ja. Du rufst mich an, wenn ich den Stream ausmachen muss, ne? Ja, Leute, die Bombe liegt im T-Spawn. Jetzt vergessen sie die Bombe im Auf Spawn. Auf Kabel ist das wirklich eine schlechte Idee, sie im Spawn liegen zu lassen. Bunny schon wieder mit der Autoshotgun im Dropper. Den Dropper kann man jetzt auch schon wieder vergessen. Syntax-Error denkt sich, ich kaufe nur eine Deagle. Interessant, dass sie vier Kits haben, aber kein volles Equipment. Also eigentlich würden da zwei Kits reichen. Ja, Syntax-Error, wenn er sich da auch. Nee, Joghurt! Das habe ich jetzt nicht gesehen, ich habe Bunny zugeschaut. Der kommt mit allem durch. Mit allem. Also, jetzt geht's hier Richtung A. 2 zählt jetzt auch noch Richtung A. So, Syntax mit den One-Dix. Oh, jetzt in der Mitte, bitte. So ein richtig saftiges. Oh, schade. Na komm. Ah, wird jetzt zurückgeforst. Lang pusht. Jetzt sollte man eigentlich auf A rotieren. Jetzt. Wieder eine P90 hier. Und er holt wieder einen Kill. Oh ja, der nächste Kill. Das kann. Da kommt Bunny auch schon wieder von der Seite mit der Auto. Und jetzt sind die Zielt jetzt auch schon rotiert. Oh man, aber wieder cool. Sehr gut Position. Zwei Kills und können dann auch schön zusammen da fragen. Es sieht immer sehr kritisch aus, was sie da machen, aber irgendwie kommen sie damit durch. Ah, wie viel die Main P90 mit den 17 Kills?
wird's wieder der Bingo und da werfen sie alle die Granaten in den Körper rein. Ja, da haben sie diesmal erwartet, dass Bunny close steht, aber diesmal nicht. Und jetzt sollte man eigentlich langsam rotieren. Wicked Bot wird da nicht lange überleben eigentlich. Es kam. Was checkt er denn da? Checkt das nicht. Wird auch nicht geholt. Weil die Rotation da ist. Oh ne, das kann nicht sein, dass sie diese Runde wieder abgeben. Also. Bunny holt den nächsten Track. Fiebel holt den nächsten. Entschuldigung, aber auf dem Spot drauf, oder? Alle sind auf dem Spot und er checkt Chicken und dreht sich einfach mal weg. Er hat sogar die Füße gesehen. Ich möchte das noch. Ja, machen. Ja, ich glaube auch. Also, wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Also, ich weiß nicht, was in diesem Spiel gerade los ist. Es muss sehr tilten. Es sollte sehr tiltend sein für Nover, der hier alles versucht eigentlich. Der schießt einen Ball an. Eine Mac 10, zwei Glocks. Mac 10. Vor allen Dingen Triple X hat jetzt auch nur 1400. Ich weiß nicht, was die da manchmal machen, ne? Und da ist er auch tot. Da hat sich die Mac 10 erledigt. Aber Fito kann da gefrackt werden von Nover, der ein super Spieler ist. Na Glock. Und das Glock. Wird easy. Und ja, Bunny, zwei Kills mal wieder für ihn. Bunny und Fito sind hier richtig stark am Drücken. Syntax Error ein bisschen nachgelassen, aber wem kann man es verübeln nach dem Anfang von der ersten Map? Generell nach der ersten Map. Da darf man sich auch mal ein bisschen ausruhen dann auf der zweiten. Jetzt wird die P90 gekauft. Oh nee. Meine Augen. Man hatte auch, glaube ich, keine Runde im Orb, oder? Doch, eine oder so. Er rennt einmal komplett durch. Und er steht drin. Nobel wird da von Syntax eher komplett runtergenadet. Bunny wartet da jetzt im Dropper auf irgendeine Reaktion. Fiflo kriegt da den Kill auf Fiflo leider beim Flanken. Syntax Error und Wicked werden aber auf dem Spot getötet. Ich habe das Gefühl, die Runden werden immer von den falschen geholt. Ja, letzte Runde jetzt hier und irgendwie. 3 gegen 2, wie ist das passiert? 3 gegen 2, 2 gegen 2 Situation. Fiefel hat noch alle Nades, aber Bunny wird ausgeschaltet mit dem Headshot und das wird jetzt sehr schwer. Schöne Flash da von ihm. Aber. Jetzt. Die Flash sollte ihn einen nicht erwischen. Ich kann ihn noch holen. 6 zu 9. Diesmal ein bisschen spannender. Aber. Es ist schon eine sehr. Also, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, was hier gerade abgeliefert wird. Es sind chaotische Runden jetzt hier am Ende. Immer so 1 gegen 1 Situationen. Oder. Halt so Kleinigkeiten, wodurch Runden verloren gehen. Schauen wir mal, ob sie auf CT-Seite vielleicht die Pistol Round gewinnen können. Das gibt ja nochmal so ein bisschen Motivation. Also eigentlich sind 6 T-Runden gar nicht schlecht, muss man sagen. Auf Kabel. Eigentlich nicht, aber was wir bis jetzt gesehen haben, muss ich ehrlich sagen, sehe ich da die, es hätten mehr sein können und ich sehe da Hildenfabrik immer noch im Vorteil. Mhm. Weiß jetzt nicht, wie stark die. Oh, schau mal, 4 Leute Richtung A lang. Oh Gott. Also, da müsste doch jetzt der Call kommen, dass man auf B. Also, jetzt pusht. Gas doch auf B drauf. Ja. Dann machen sie es auch schon. Und der Run. Der Jokerboy ist gerade richtig on fire. Ja, aber Syntax Error kann ihn da jetzt setzen. Und. Oh, schau mal, der eine Flank spielt auf lang. Der ist komplett durchgekommen, ohne. Oh. Von hinten, aber anscheinend rafft's nicht. Ja, Fiesel kann jetzt holen. Und dann Syntax Error holt er den ersten. Kann sogar zurückfallen. Und es ist einer, sind beide bekannt eigentlich. Jetzt können sie eigentlich relativ auf Zeit spielen. Syntax Error mit dem nächsten Kill. 3 Kills für ihn diese Runde mit der Tech 9. Und der Equalizer ist bekannt. Syntax Error pusht auch schon wieder hinter ihm her. Fiesel hat schon wieder keine Lust. Und ein HP noch. Ja, Bunny holt da ganz entspannt den Track. Also ich muss sagen, 4 Leute Richtung A lang zu schicken, da haben sie Glück, wenn es der seltene Fall eintritt, dass die Pistol die Runden, was sie gegen A. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der straight A rusht mit Pistols. Nee, gar nicht.
Also, das Einzige, was ich jemals gesehen habe, Richtung A, was funktioniert hat, war Virtus Pro, die hinten im Spawn gecampt haben, quasi. Und gewartet haben, bis die CTs vorbeigepusht waren, ja. Ja, oder halt Dropper-Split, aber niemand rusht einfach straight drauf und dann ist B so offen. Das kannst du mit einem unmöglich halten. Wie stellen Sie sich das vor? Also ich behaupte, dass dieses Threat in höchstens 1% der Fälle funktioniert. Ich würde mich anschließen mit 0,01, aber nach meinen Calls heute ist das dann 99,9%, ne? Schau mal, wie der Frost läuft. Da sieht man auch wieder, wie unterschiedlich sie spielen. Endfabrik sehr defensiv. Ich weiß nicht, Auf dem was Fiedler Spot. da macht. Oh, guckt euch mal die Smoke an. Das ist eine Hai. Dürfte, glaube ich, Chicken oder so. Ey, es war der War Hai. das jetzt sein Ernst? War die dafür. Weißt du, wofür die HE ist? Ich weiß es leider nicht. Damit jemand im Dropper runterdroppen kann, ohne dass man ihn hört. Bist du sicher? Safe Call. Also, das ist das Einzige. Ich hoffe Wobei, es. wer ist Dropper runter? Ich glaube, das war Fiedler, oder? Das Ja, müsste man man kann sich. auch einfach schießen, aber. Ja, das wäre das Einzige, was ich mir erklären kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du da so eine Line-Up brauchst. Nein, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das war eher für das Smoke. Oh Mann. Und Lithium Tigers holen damit die Vielleicht Runde. Ich hoffe, das ist war nicht es auch wieder ein zurückgekommen, Test, aber. wo die HE hingeht. Ja. Im Ja, ich. offiziellen Matchmaking. Im offiziellen Match kann man mal machen, ne? Also. Mich hat es auch brennend interessiert, so ist es nicht. Das sage ich nächstes Mal meinem Fußballtrainer, ja? Wenn ich ins Ausschieße, ja, ich wollte mal ausprobieren, ob der Ball nicht ins Tor fliegt. Ob der nicht doch wieder rausrollt. Naja, die Skybox da, die habe ich gesehen. Ah, Joker Boy kann da auch die Smokes für Dropper. Sehr schön. Ich glaube, es wird ein Dropper Go. Wäre jetzt schön, wenn Joker Boy natürlich noch eine Nade hätte. Da steht jetzt alles im Dropper drinnen. Ja, vor dem Dropper. Die warten hinter der Smoke. Da kommen jetzt zwei Flashes wahrscheinlich. Und dann geht ab die Post. Oder nur eine? Ah, zwei. Oh, Und damit ist damit der der Go, Teamkill, da kommt der auch A schon der Go. Teamkill von Syntax Error rein. Fabelhaft. Und ja, Der Excel doch kann zu da Piste. einen Kill holen und Wicketbot wird dann auch refragged 10 zu 8, also es wird nochmal spannend. Ich will immer noch wissen, was es für eine Nade war. Also ich muss jetzt mal Was? ganz kurz, bitte entschuldigt das, liebe Zuschauer, aber ich muss jetzt mal ganz kurz dahin fliegen und gucken, was denn dort sein könnte. Also wenn ihr da drüber wirft, ne? Von hier unten irgendwie so. Ich glaube, das ist eigentlich bis Spot. Ja, also Oder Threat. die Smoke sein, die Stein deckt. Oder hinten Spot. Was kann ich mir das ehrlich gesagt Das nicht könnte sein, dass vorstellen. es die Door Smoke ist. Nee, ich glaube nicht. Dafür war sie nicht genug nach links. Nach rechts. Die war sehr relativ gerade eigentlich. Ach, vielleicht wirft er sie später nochmal und dann hat er wirklich eine Smoke in der Hand. Ey, wenn das halt wirklich so eine Runde ist, die du verlierst und dadurch das Game verlierst, ne? Kannst du ja direkt gestrickt werden. Ja, Marvin, das tun wir schon zu oft. Jetzt gespannt, ob XXX mit dem Positioning durchkommt, natürlich. Tut er Aber schöner natürlich, Red holt Bull. er einen, aber dann Refrag. Da kann man noch einen setzen und jetzt Joker Boy da am rotieren, ist es Becken. Wird er auch nicht abgeaimt. Wie man da jetzt nicht hinaimen kann. Aber Oh viel Glück. oh. Ah, Kann da er einen sieht ihn setzen. an. Wird dann. Oh, das ist dumm.
Lassen Sie ihn wieder durch. Und jetzt Bunny. Uff. Ich habe ihn nicht gesehen. Ne, du hast die Waffe gesehen. Mehr hast du auch nicht gesehen. Meiner Meinung nach. Ja. 10-9. Was soll man sagen? Die Runden werden hier sehr komisch abgegeben. Bunny hat übrigens 10 Assists, ne? Oh je, das ist natürlich also angenehm. Ich liebe den Jungen mittlerweile richtig. Teamplayer. Ne, weißt du, er spielt Autoshotgun. Hat 10 Assists oder mehr. Könnte glatt anreißen. Da wird es sehr lang. Keine Nate. Ah, doch, jetzt kommt eine Nate. Nova ist da geboostet auf dem Baum, wird dann aber jetzt gerefackt und dann ist keiner mehr auf Spot. Theoretisch käme man mit einer Smoke jetzt auf Spot, aber Equalizer ist da. Kann die Tracks essen. Joker Boy auch. Syntax Aero 3 HP. P90. Ich bin von der P90 umgepusht und ja, Triple X, seine P90 hat sich das erste Mal bezahlt gemacht. Ja, 10-10. Bunny führt hier das Leaderboard an mit 10 Assists. Mal schauen, ob man jetzt sich mal auf was festlegt, vielleicht ein bisschen wartet, vielleicht auch mal die Smokes wirft. Fiflo hat diesmal keine, das ist schon mal ein guter Vorteil. Kann auch nicht was Falsches werfen. Also, weißt du, was ich mich am meisten frage, ist, ob er, nachdem er die Smoke nachdem er die Nate geworfen hat, nicht gemerkt hat, dass es eine Nate ist. Ja, das denke ich mir halt auch. Also spätestens als sie explodiert ist. Und dann hätte man ja seinen Smoke nochmal verwenden können. Vielleicht nicht das Line-Up, wenn das so lange dauert, aber... Also das macht mich echt fertig. Ich weiß nicht, was der da sich gedacht hat. Wir müssen nachher mal nachfragen. Also vielleicht braucht er... Ne. Vielleicht braucht er die HE fürs Line-Up, das Bild von der HE. Das spielt ja so. Fürs Frag-Movie dann. Später. Ohne Scheiß, ne? wenn das wirklich so ein Line-Up wäre, wo man eine HE... Triple X kann da einen holen, wird aber gerefackt. Und jetzt geht's mit drei Leuten Richtung B und es ist nur einer auf B-Side. Das ist noch mehr. Der beste Spieler von Lithium Tigers wird jetzt hier auch unterstützt, tatkräftig von Equalizer, glaube ich, wieder auch. Aber boah, was? Wicked God. Und Philo kann da eins setzen. Ämt er jetzt ja. Natürlich schön ab. Und Schuss. Durch die Wand. Das geht sogar. Aber Joker Boy setzt den Frag und hat keine Nate mehr. Leider. Jeez! Oh. Kriegt da den Headshot durch das Ding. Ja, du musst defusen, Bruder. Er hat ihn noch geteabagged. Das ist ja echt ein Junge, wie er im Bilderbuch steht. Ja, die scheinen hier confident zu sein, wenn sie schon am Teabaggen sind. Ja, also ich meine, ein Comeback ist es allemal, aber ansonsten, ich weiß nicht, das ist immer noch sehr close. Also, oh, Triple X auch mit der Autoshotgun, auch geht auch wieder Mitte. Also irgendwie ist das Meta mit der Autoshotgun, irgendwas habe ich verpasst, ne? Alter, ich glaube, du bist einfach hinterher. Ja, oder ich bin schon wieder ein Jahr voraus, weißt du? Oh! Man weiß es nicht. Und Bunny da jetzt ganz schnell durch und jetzt, oh, jetzt die Autoshotgun. Close. Aber er kann ja den Frag nicht setzen. Schade drum. Jetzt muss er natürlich auf Bacon hier aufpassen. Der sollte gehört worden sein. Wird da auf den Frag. Der Fido holt er jetzt auf Joker Boy und jetzt Equalizer sollte mit auf dasselbe gehen. Macht gar keinen Sinn, da jetzt noch irgendwie in der Nähe zu bleiben. Nimm die Beine in die Hand und versuche in den Tower zu kommen. Ja, das ist deine beste Option eigentlich. Oh. 11-11. Und wir wollten eine spannende Partie. Da haben wir unsere spannende Partie, würde ich sagen. Vor allen Dingen, weil die CTs jetzt quasi resettet sind, können höchstens forcen. Schau mal, da wird Fiflo lined auch schon wieder seine Smokes ab. Hm.
Und der wird einer schwindelig. Was denn? Ich mag's halt, was ich. Hüfte, nein! Ich versuche mir das nachher raus und mache einen Clip draus. Das ist einfach viel zu göttlich gewesen. Smoke ist raus, Leute. Geht auf den Spot. Ah, verarscht doch nicht. Execute auf 3, zack, die HE ist raus. Jungs, wenn ihr die HE hört, wirft ihr. Das wär lustig. Wenn die, weil ihr, auf HE, ja. Ja, weil du ja so einen Verzug hast, weißt du? Ey, wie kann Joghurt schon auf ja, Spot mal, sein? Fiflo hat jetzt wieder das Line-Up. Erlaubst du mit Nate Ratung? Und der gute A-Fake. Ja, aber da, man war komplett auf A-Spot drauf und kann da keinen Frag setzen gegen Pistols. Das ist natürlich. Warum gehen sie nicht auf Spot drauf? Oh, und da kriegt man. Ja, sie stehen da zu zweit hinter Spot. Das ist natürlich kritisch, aber Syntax-Error ist schöner Kill da von ihm. Und jetzt eine Orb und eine P250 ohne Kevlar. Das sollte eigentlich die Runde von Heldenfabrik sein. Kriegt er den ersten, kann er aber nicht den zweiten setzen. Und jetzt die Orb natürlich. Close Range trotzdem relativ gefährlich. Wicked sollte nicht pieken. Aber Fiddle spielt das da richtig gut. Hätte er nicht machen. Sein Ernst? Oh, danke, dass er ihn wenigstens holt. Ja. Damit 12 zu 11. 30 Kills für Fiblo. Der droppt da die 30. Ganz entspannt. 22 Kills für Bunny. Dann kommt Jokerboy auf der CT-Seite der. Oh ne, da kommt Novea und dann kommt Jokerboy. Sorry. Und dann der Rest. Also, das ist relativ ausgeglichen. Aber man hat hier schon wieder eigentlich eine Eco und man kauft. Schau dir mal den Ball an. Also mal ganz im Ernst. Ey, da haben sie aber noch 3, 9 und 3000 auf einem übrig. Nowhere hat 3000. Ja. Moment, das sind ja die beiden. Ja. Ach, genial. Das ist ja. Das sind ja so viele Level voraus, da kann ich ja nicht mehr mithalten. So Next Level sind die. Also, ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob man im gleichen Teamspeak sitzt oder ob man irgendwie Matchmaking callt, also Ingame callt. Ich würde sagen, diese Runde kauft einfach wieder wie er mag. Wir wollen hier keinen benachteiligen. Wicked holt da Triple X. Equalizer kann auch keinen Track setzen, sollte jetzt auch nicht auf Spot noch versuchen zu kommen. Ich kann da Syntax Error holen, wenn Syntax noch nicht hinschaut. Und Joghurt kommt mit dem Spray in der Smoke durch. Natürlich kommt er wieder damit durch. Joghurt kommt allem durch. Jokerboy wird da auch noch gefaked von Fiblo, der jetzt keine Smoke wirft diese Runde. Und jetzt Equalizer geht das selben. Aber was ist hier los? Weiß nicht. Also vor allem, man kann nächste Runde schon wieder nicht richtig kaufen. Ja. Ah. Ehrlich. Also selbst wenn man jetzt hier alle Tees tötet und die Runde gewinnt, irgendwie resettet man die ja nicht. Also, mal ganz im Ernst, das macht gar keinen Sinn. Equalizer versucht da jetzt zu laufen, aber Wicked ist eigentlich auch schon auf einer guten Position, aber ein bisschen spät. Richtig, Laser. Oh Gott. Ui. Das ist. Und dann weißt du, er kommt so gut weg und dann macht er so ein Play. Ja? Also irgendwie, ich weiß nicht, Linium Tigers. Gerade hatte ich wieder Sympathien für die Jungs, weil die ja eigentlich echt gut das gerade runtergespielt haben. Aber es. Also, ich muss ehrlich sagen. Jetzt haben sie schon wieder so komisch. Hälfte hat geforst, Hälfte hat nicht geforst. Also ich meine 4-7 auf Novair, wenn er sich nicht zwei Ops kaufen will. Triggert mich schon heftig, muss ich sagen. Und Xirte auch schon wieder. Also ich weiß nicht, ob die jetzt dreifach Orb oder vierfach Orb Setup spielen wollen, aber irgendwie kaufen sie nicht zusammen. Triple X hingegen hat mal wieder seinen Helm gekauft, seinen Kevlar gekauft. Wird gespart auf die Nägel.
Die ist ja relativ billig, ne? Aber 2000 für den Negev, aber das ganze Team soll einen haben. Und uff, was ein schöner Schuss von Jokerboy. Ja, kann man erstmal wieder eine Runde schieben. Von Joghurt. Das Line-Up möchte ich gerne. Vielleicht dachte er, es war eine Smoke. Bunny taggt da durch die Wand Equalizer mit 8 HP runter. Kurz, ja. Checkt man da jetzt rechts? Oh ja, man checkt für nichts. Und Bunny. Bunny. Gibt noch einen schönen Team-Head-Link mit. Bunny mit dem Flick of Doom. Und jetzt. Joghurt geht da drauf und plantet einfach. Ah, was macht er? Ich plantet. Fabelhaft. Ast rein. Na, Fiflo kann da einsetzen. Wird dann jetzt aber geholt. Jokerboy. Wir können irgendwie Wicked nicht holen, aber Bunny kann auch jemanden holen. Was passiert hier gerade? Ich bin mir sicher, dass ich nie wieder normal CS spielen kann. Nachdem, was ich hier gesehen habe. Behauptet, dass du kannst die HE werfen. Ja. Und Lini und Tiger holen die Runde. Haben die abgesprochen, dass sie 16-14 spielen oder ist hier irgendwie. Es ist so ganz, ganz ehrlich. Ich pack's nicht. Schau mal, ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Also. Schau einfach Fiflo zu, wie er jetzt die nächste Smoke ablehnt, ja? Okay. Was anderes schaue ich mir jetzt nicht mehr an. Da ist er. Fiflo und dann wieder auf Joghurt. Und du musst zwischen Fiflo und Joghurt hin und her switchen, ja? Joghurt macht die krassen Kills und Fiflo hat Joghurt die krassen Smoke. Joghurt kommt mit dem lächerlichsten Kack durch. Fiflo hat die 200 IQ-Smokes. Und Nades. Ja, das ist ja bei ihm, ne? Das gleiche. Fließender Übergang. Oh, jetzt im Dropper. Bunny und Syntex. Fiflo hier mit dem lächerlichen... Warte! Ja. Der Boost. Ich glaube, Fiflo wirft jetzt eine Smoke, die wichtig wird, ja? Pass auf. Ich bin drauf. Na, Syntax-Error wird aber geholt. Das war jetzt natürlich unlucky. Vor allem, weil er da komplett alleine im Dropper ist unten gewesen, oder? Wo ist denn Bunny? Wo steht Bunny denn bitte? Bunny steht im Boosting Spot im Dropper. Ja. Ganz kurz, ist da wirklich ist da eine Kante? Eine Kante, ja. Okay. Also. Aber das sieht ein bisschen nach Pixel Walking aus, um ehrlich zu sein, aber. Wird öfters gemacht von uns. Okay. Ich habe den Boost noch nie. Wirklich noch nie gesehen. Zwei schöne Kills so, da. Jetzt wird er auf Ultrakante abgeaimt. Marvin erstmal gleich Fnatic schicken. Ja. Ich hab gehört, Olaf verlässt Fnatic. Wo stand das denn? In YouTube, aber ich meine gut. Nein, okay. Da war nur, er hat irgendwas mit Face mal geliked oder so. Nee, er hat einen Banner, das hat jemand für ihn so einen Banner gemacht, für wenn er bei Face spielen würde, ne? So im Face-Style halt, ne? Auch mit Face-Logo. Das hat er halt geliked. Schauen wir mal. Aber Freiburg geht, glaube ich, zu Optik. Zumindest gab's, hat er in seinem Stream vermeintlich aus Versehen ein Chatfenster mit Ceased aufgehabt. Wo er sagt, wo du jetzt hingehst, dann Optik fragt sich, und er sagt, ja, Optik, aber das passt halt null, ne? Ich meine, NA-Team, Freiburg. Da. Die Plastik-Orb wird er geholt. So. Scouten verbrennt. 14 Kills, 14 Runden. Linie Tigers 12. Schauen wir mal, wer jetzt die Runde holt. Ich tippe diese Runde auf die Linium Tigers. Ja, Syntax wird jetzt gleich auf den Scout treffen. Und Headshot oder nicht? Ah, er geht zurück. Schade. Oh, ich bin immer noch auf Bunny. Ups. Die schöne AK anzugucken. Nee, wegen dem Boost vorhin habe ich auf ihn gewechselt gehabt, weil ich mir das anschauen wollte. Habe ich vergessen, wieder Autodirektor zu machen. Joghurt, das ist ein Teamkill einfach, ich sag's dir. Bei uns wäre das ein Teamkill gewesen. Aber in 20, mein Freund. Ja, Junge.
Er könnte sofort nicht schießen, ich bin's. Naja. Wir halten jetzt sehr defensiv hier. Schon mal eine Linie bilden sie. Über die Map. Und sieht die Gun. Oh, schöner Bot jetzt. Das ist aber wieder nur ein Fake und da rotiert jeder, außer der Aufgang. Aber der Aufgang sollte jetzt. Oh. Wicked liest das einfach wie so ein Buch. Ja, also. Gut, er hat den Molotov da geworfen. Jeder hat's gesehen. Er hat da echt einen Molotov hergeworfen. Ja. Also und danach ist er nicht mal zu Gun gewechselt, sondern zu Flash. Also ich. Und die beiden schummeln noch auf A rum. Ja, Equalizer jetzt gegen Syntax, der von A kommt. Und Jugo, der schon auf Spot steht und mit E allen durchkommt. Man, er aimt doch nicht mehr auf ihn. Und da ist der Kill. Natürlich. Und da ist die Teamflash von Jan. Ja. Joghurt heute im glücklichen Einsatz. Ich glaube, Joghurt hat irgendwie vorher ein bisschen Glückswasser getrunken oder so. Ich weiß nicht. Ich muss sagen, jetzt, wir hatten ja letztens einen Laden gehabt. Ganz kurz, 15-12, ja, letzte Runde jetzt. Ich sag jetzt, das ist die letzte Runde, ja. Die wird definitiv von Heldenfabrik gewonnen. So. Jetzt darfst du gehen, sorry. Seitdem wir auf der LAN waren, ist Joghurt ausgerastet, wirklich. Der hat so krank geaimt. Da hat er sich auch die Cheats gekauft auf der LAN, sagst du? Ja, hat er den USB-Stick reingesteckt, sein Handy angeschlossen. Hat der Flascher mal. Habt ihr Flascher getroffen oder was? Ja. Ich hab gerade diesen erstklassigen Kampf auf Ranger gesehen. Haben wir. Triple X jetzt, Philbo. Ich hab keine Worte mehr für dieses Spiel, Marvin. Das kann ich mir im besten Willen gerade nicht mehr geben. Oh, XL kriegst du wieder mit einer Anton Signature Waffe. Oh, Krieg. Die Krieg ist am Start. Ach, schauen wir da mal direkt bei ihm zu. Fiflo spielt die öfters mal. Aber der Junge ist auf A, da wird jetzt erstmal nichts passieren, deswegen. Ein bisschen schade. Schauen wir Jugo zu, wie er jetzt mit der Orb zwei Leute ablined. Pass auf, die leihen sich sogar wirklich ab. Oh. Aber der eine steht hinter der Wand. Sie mit dem Wicked, ey, Wicked ist so krass, was so die Pre-Fire-Spots angeht. Denkt immer an jeden Spot. Ja, Bunny, Triple X. Und. Oh. Jokerboy. GG. Fahr's mal. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Naja, eigentlich nicht. Ganz im Ernst. Das war ein bisschen chaotisch. Runden gewonnen und verloren, die nicht so hätten ausgehen sollen. Ja, es hat mal wieder Spaß gemacht, das Game zu casten. Danke auch für die Möglichkeit, das überhaupt casten zu können, hier an die Heldenfabrik. Und ja, ihr dürft gerne ein Follow da lassen, mal so nebenbei. Habe ich letztes Mal nicht gesagt. Kann ich empfehlen, ja. Echt cooler Typ. Und normales Streams manchmal, aber halt gerne auch was jetzt hier casten, meine Güte. Wenn ihr irgendwie selber 99 Damage spielt oder so und euer Spiel gecastet haben möchtet, dann schreibt mir einfach auf Twitter @jfcbam und dann schaue ich, ob ich Zeit habe. Und wenn ja, dann wird das übertragen. Höchstwahrscheinlich. Und gut, dann euch noch einen schönen Abend. Auch hier an den lieben Tobi und den Marvin. Ja, schön. Gut noch. Versuch nicht an dem Spiel.